Hallo, liebe Deutschlernende. Ich habe eine Frage, beziehungsweise ich möchte euch ein bisschen darüber erzählen, wie ich mir den Authentic German Learning Podcast vorstelle. Nun, es dauert leider noch eine Weile, bis der Podcast rauskommt, aber ich verspreche euch, in diesem Jahr wird der Podcast garantiert starten. Ich werde die ersten Episoden in diesem Jahr veröffentlichen und auch im nächsten Monat, würde ich sagen. Also im nächsten Monat, das kann ich schon schaffen. Jetzt arbeite ich noch am Geschichtskurs, der ist so gut wie fertig. Danach mache ich einen kleinen Minikurs für euch und danach werde ich ganz viele Podcast-Episoden aufnehmen, sodass ich 8 Wochen lang jede Woche 3 Podcast-Episoden veröffentlichen kann. Ja, also ich werde 24 Episoden aufnehmen und die bekommt ihr dann über 8 Wochen, bekommt ihr regelmäßig Podcast-Episoden. Und ich habe mir schon ein paar Ideen gemacht. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und habe ein paar Ideen bekommen. Und zwar werde ich diesen Podcast in Staffeln einteilen, ja, so wie eine Serie, die man schaut. Und ich werde mehrere Staffeln machen und in jeder Staffel konzentriere ich mich auf ein Thema, beziehungsweise die meisten Episoden. In den meisten Episoden geht es um ein bestimmtes Thema. Ja. Ich werde mehrere Episoden machen über dieses Thema und dann wird jede Staffel auch 2-3 Interviews enthalten. Okay. Und dann werde ich, also ich werde verschiedene Formate ausprobieren und ich habe folgende Frage. Ja. Da ich jetzt gerade plane, was ich mit diesem Podcast alles mache, ist meine Frage an dich, was würde dir am meisten helfen oder welches Format würde dir am meisten helfen? Nun, ich werde nicht die Podcasts nicht alle transkribieren, ja, ich werde nicht niederschreiben, was ich sage, sondern ich werde Stichpunkte machen. Ich werde stichpunktartig zusammenfassen, was ich sage und dann könnt ihr den Podcast hören. Und dann könnt ihr lesen, worum es geht. Ja, also ein bisschen für die Leute unter euch, die ein bisschen wegkommen wollen davon, zu lesen und zu hören. Ich möchte damit euer Hörverständnis auch verbessern. Ja, euer Hörverständnis wird sich verbessern dadurch, dass ihr den Podcast hört und dann nur eine Zusammenfassung lesen könnt. Das heißt, ihr wisst schon, worum es geht, aber ihr trainiert euer Hörverständnis dadurch, dass ihr versucht zu verstehen, worum es genau geht. Ja? Und dort wird Zusammenhang sehr wichtig sein und ihr werdet euch wahrscheinlich sehr viele Wörter erschließen und dadurch sehr viel lernen. Ja? Das sind so die Ideen, die ich habe für den Podcast. Und wenn du jetzt noch zusätzliche Ideen hast oder wenn du einen bestimmten Wunsch hast oder irgendeine Idee, dann sag mir ruhig Bescheid. Ich bin gerade dabei, den Podcast zu planen und mir ist es super wichtig, den Podcast auch so zu machen, dass er dir gefällt. Ich möchte, dass der Podcast nützlich ist für dich. Ja? Deswegen habe ich ein paar grobe Ideen. Und die werde ich immer mehr ausarbeiten, ja? Die werde ich immer mehr verbessern, die werde ich immer detaillierter machen, ja? Die werde ich mehr ausarbeiten. Und ich bin aber für Vorschläge offen. Und wie gesagt, pro Staffel werde ich ein paar Episoden machen, in denen es über ein bestimmtes Thema geht. Dann werde ich 1-2 Interviews machen und dann eventuell noch ein paar andere
Episoden in einem anderen Format, ja. Also ich hatte Interviews, ich spreche über bestimmte Themen, genau, da bin ich für jegliche Vorschläge offen. Ich glaube, die meisten Podcasts werden ungefähr 10 Minuten lang sein und ich werde in der ersten Staffel übers Deutschlernen sprechen und in der zweiten Staffel werde ich sehr viel über die deutsche Geschichte sprechen. Ja? Und wenn du jetzt noch einen Vorschlag hast oder eine Idee oder es gibt ein Thema, über das du willst, über das ich reden sollte, ja, deiner Meinung nach, ja, dann sag mir jetzt Bescheid, jetzt oder nie. Nein, später könnt ihr mir auch Bescheid sagen, aber ich bin total für deinen Vorschlag offen, weil ich wirklich will, dass der Podcast dir sehr hilft. Ja, ich möchte, dass der sehr hilfreich ist und mein Ziel ist es, also mein Ziel ist sehr hoch gesteckt. Ja, mein Ziel ist es, der beste Deutschlern-Podcast zu werden. Ja, ich denke, man sollte im Leben immer groß denken. Ja, je größer man denkt, desto besser. Und ich möchte wirklich den besten Deutschlern-Podcast machen. Ja, und dafür brauche ich deine Mithilfe. Ja, was magst du zum Beispiel an anderen Deutschlern-Podcast? Ja, was kann ich übernehmen, was du an anderem Podcast magst? Oder ja, was sind so deine Vorschläge? Oder was erwartest du, ja, wenn du, wenn angenommen, ich bin fertig und ich veröffentliche die ersten Episoden und du lädst sie runter und du bist sehr gespannt, wie es wird? Und du hörst dir meinen Podcast an, was ist deine Erwartung? Ja, was erwartest du von dem Podcast? Wenn du denkst, ah, ich glaube, das ist ein sehr guter Deutschland-Podcast, was ist deine Erwartung? Ja, beziehungsweise, was würde deine Erwartung übertreffen? Ja, und ich möchte einen wirklich sehr, 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 sehr guten Podcast machen für dich. Ja, jeden Gedanken, jede Idee, die du hattest, schreib sie mir ruhig in die Kommentare. Ich bin gespannt, was du denkst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke im Voraus. Tschüss!